choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star Rail. Ja, wir sind hier in einem neuen Gebiet, das wir erkunden können. Ne? Schön. Das ist wie so ein Movie Park oder so. Und ja, wir haben in der letzten Folge ein bisschen mit Aventurin gespielt, welcher hier voll auf dem Trip gerade ist. Er hat mit Sparkle geredet, hat irgendwie gerade voll den Durchblick und so, was er als nächstes machen muss anscheinend. Wir sind mit unseren Hauptcharakteren. Wir haben ein bisschen mit Gallagher abgehängt hier, dem Barkeeper, welcher sich ja auch um diesen Mord verliert und so kümmert, ne? Was mit hier Robin und Dings passiert ist. Zern, Glühwürmchen. Und ja, ein Vogel, der es liebt zu singen, wird niemals Pech haben. Bist du genau vom Glück gesegnet sein wie ich? Komm und sing mit mir. Sing mit einem fröhlichen Piepen. Piep, piep, piep. Jetzt ist das Glück auch dir halt. Du kannst diese Spielekonsole haben. Ich muss zurück zum großen Baum. Auf Wiedersehen. Piep. Alfalfa-Sack. Das ist keine Spielekonsole. Die Dinger werden immer moderner. Und ja, wir haben ja ein neues Gebiet. Wir sind jetzt hier in diesem Themenpark hier anscheinend. Weil hier sollen angeblich irgendwie ein paar, dann machen wir doch mal eiskalt. Also ja, hier sollen angeblich ein paar Antworten sein, die uns weiterbringen sollen. Vielleicht Fragezeichen, ich weiß es nicht. Oh ja, wir haben ein bisschen Gameplay hier wieder und hoffentlich nicht mehr so viele. Was? Kann ich ihn da bewegen? Wie mache ich das hier? Ne? Nö. Wieso geht das hier nicht? Ach so, muss man. Das sah aber nicht so aus von der Perspektive. Wieso? Das sah von der Perspektive aber nicht so aus, als hätte man das irgendwie so bewegen können. Jetzt muss ich aber da oben hin wahrscheinlich, ne? Da, was zum, was hat denn für eine verkackte Perspektive? Na, warte. Nein. 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 Warte, so. So, nein. Nein. Was? Wieso? Ne, da oben muss ich lang, glaube ich. So. Nein. Ich dachte, ich hätte es. Ich weiß nicht, wie man darüber kommt. Ich dachte, man muss hier so oben so lang gehen. Warte mal. Ah. Ich brauche den Spiegel gar nicht. So. So, ich jetzt die Dialoge von denen nicht. Wie gesagt, immer die Dinger sagen immer irgendwie was und dann, nachdem ich sie repariert habe, sagen die genau das Gegenteil. So, oh, wie konnte ich nur sowas sagen? Oh. Also ich bringe die wieder irgendwie zu Vernunft oder so. Ich bin nicht die Mitte dahin gelangen laufen. Kannst du sie überzeugen, uns reinzulassen? Ja, okay. クロックボーイ。その
美しき夢の町の初期メンバーの一人だった。マイスソフィラは?つまり歴史上の時計屋自身もその戦争に加わり、しかもアスデナ側に立っていたことになるんじゃない?それは壮大な独立戦争だった。仮面の愚者、七死人、虚構歴史学者、弔い霊人、厄災前衛。ハルノは多くの仲間と他の星から来た客の助けを借り戦乱を平定した。当然その中には後の時計屋も含まれている。でもそうなると時計屋は何百年も生きてるってこと?わからない。俺が見入ると知り合った時彼はすでに時計屋だった。多分名前を引き継いだんだろうな。ホアンカンさんって何歳なの? 13歳。どう見ても無理があると思うけど。ハヌヌは辺境の監獄を解放したが、平和を見ることなく去ってしまった。乏しい資源。コンファームガラガー13。まとまりのない各監獄エリア。アステナの。そう、auf ihn. その監獄を賑やかな宴の星に変えようとファミリーに協力を求め、ピノコニーはようやく今の名前を手に入れ、星々に向かい合うステージに立ったんだ。だから彼はピノコニーの父と呼ばれているのね。でもさっきの説明で時計屋はファミリーの裏切り者だって言ってたよね。しかもあんたは彼の仲間だったって。それってつまりあんたも。 俺は彼の仲間じゃない。数多くいる彼の子供の一人だ。だが確かに俺も裏切り者ではあるな。裏切った相手はファミリーじゃなくミハイルだが。何をしたの?俺は何もしていない。それこそが最大の裏切りなんだ。かつての俺にはあんたらと同じように背中を預けられる仲間がいてな。 一緒にピノコニーのために心血を注いでいたんだが、多くは、そんな俺たちに不義を働いたんだ。ミハエルは年を取ってたから、もう自分の子供を守ることができなかった。そして俺たちは、ファミリーから離れ、自分たちの道を模索したが、調和の裏切り者となってしまった。本当の裏切り者は、他にいたにもかかわらず、な。 奴らは対外的には時計屋の名声を叩え続けていたが、裏では密かに彼を誹謗中傷して恥ずかしめていた。それでも俺たちは彼の名誉を取り戻したいと願っていた。本物の裏切り者、全ての黒幕さえ見つけ出せばピノコニーの調和は正しい軌道に戻ると思っていたんだ。だが俺たちは負けた。 長い時間が経ち、夢の血が受けた影響はあまりにも深刻で、終わりのない追撃の中で俺は諦めたのさ。ああ、まさだめとんきんね。まるで負けた。ファミリーは再び俺を受け入れ、保安官の仕事を与えてくれた。表向きは許されているが、実際のところこれは罰だ。それ以来俺は仲間、そして 俺の過去と完全に決別した。そしてミハイルは、彼は誰にも気づかれない、誰にも見つからない場所で死んだらしい。それを聞いた瞬間、かつてのピノコニーは二度と戻らないんだと俺は理解したんだ。とても気の毒な話だと思うけど、ことはそれほど単純ではないんでしょう。どうやら時計屋の名を継ぎ、 密かにファミリーへの犯行を続けてる奴がいるらしい。うん、ミカエルはこれだけの年月が経っても俺はまだそれが誰なのかつかめてない。それどころか、ミカエルはボスのディズニー、ザストーリーライン。それともミハイルの幽霊が夢の中をさまよっているのかすらわからない。これでわかったか?なんで俺がここまでお前らに話したか? あの子の死はきっと時計屋の遺産に関係しているからだ。そして
謎の霧に包まれた先、俺たちが探していることは、そこにある。それが本当にミハイルの幽霊の仕業なら、ちょっと会ってみたい気もするな。俺を見下すやつは5万といるが、対等に接してくれる人は、どんどん減ってるから。さて、俺の知ってることは全部話した。 お前らがこの老犬を対等に見ようとしてくれたレイだと思ってくれればいい。うん、スタジオの方で何かあったみたいだな。俺はもう行く。お前らの幸運を願ってるぞ。皮肉なもんだな。今ピノコニーから門前払いを食らってる密航者たちと数個白鬼米に開拓者として称えられた夢追い人たちに何の違いがあるっていうんだ。 ギャラガーってやっぱりいろんな経験をした人だったんだね。アニメね。ホテルの行方は謎のままだけど、彼の話を聞いて多くの疑問が解けたわ。時計屋の正体、ファミリーとの関係、そして美しい夢と死の裏に隠された権力闘争。 Das war leider, wenn man schon eine Stunde hier sitzt und die ganze Zeit Dialoge anschaut, dann will man auch irgendwann mal vorankommen. Tut mir leid. Ich kann sowieso nicht so viel Informationen alles aufnehmen. Ich versuche wirklich hier die Astral Express Familie. So heißt unser Gruppchat. Nach welchem Zustand fragen? Ich versuche aufzupassen, aber es wird einfach so viel Information und so viel Exposition genau in mein Gesicht geworfen. Ich kann das nicht alles in mich aufnehmen. Tut mir leid. Ich versuche es wirklich, aber es ist halt so viel. So, warte mal. Lass mich mal nochmal hier. Herr Young, unsere Untersuchungen sind abgeschlossen. Wie geht's bei dir voran? Es tut sich etwas. Die Rangerin und ich sind uns einig, dass die Familie möglicherweise äußerst richtige Informationen verheimlicht. Wir sind gerade auf dem Weg zum Pavillon des Morgentaus. Diese Archon, meinten Sie Aventurin? Meinte Aventurin nicht, sie sei gefährlich? Ich kann bestätigen, dass sie auf unserer Seite steht. Keine Sorge, bitte wartet einen Moment. Ich werde euch rechtzeitig informieren, sobald ich etwas herausfinde. Okay. So casual gedoppt, so what? Oh. Aber wir wechseln zu den beiden. Oh, bitte sag mir, ich kann Weltmar spielen. Man kann ihn ja jederzeit ausprobieren, weil man kann die Standard Gacha Charaktere alle ausprobieren, aber er hat nämlich auch ein cooles Moveset. Ich habe letztens mal wieder die Dings gespielt, die Standard Gacha Eimer. Ich habe wieder genug Dinger. Ich muss noch ein paar Punkte aufsammeln, so die ich im Shop ausgeben konnte. Deswegen muss ich das nur so schnell wie möglich machen. Und ja, so, okay, wir haben zu Archeron gewechselt und Jenseits von Gut und Böse. Haben wir sie jetzt hier? Ist das jetzt die Trial Version, die ich hier bekomme? Handlung. Hey. Schnellformation. Ich kann irgendwie nicht. Ich will mal sehen, wie ihre. Aber ich kann ihre Werte, glaube ich, gar nicht einsehen, ne? Ich kann ihre Werte, glaube ich, gar nicht einsehen, ne? Na komm schon. Lass mich mal in den Kampf gehen. Ich will sehen, welche Art schon besser ist. Meine oder die mir als Spiel vorgibt. Bei Genshin ist halt immer so, die, wenn du irgendwie einige Charaktere testen kannst, die geben dir immer irgendwie voll die starken Charaktere, die irgendwie alle Werte schon, alle Talente auf Level 8 gebracht haben. Was eigentlich voll mächtig ist, ne? Die haben immer ihre 5 Sterne Waffen ausgerüstet, ihre persönlichen Waffen. Ich will sehen, was das Spiel mir hier vorgibt. Oder ob meine Archeron aus irgendeinem Grund sogar stärker ist. Was ich bezweifle. Ja, ich will aber natürlich die benutzen, die ich selber gemacht habe, ne? Auch wenn sie schwächer ist. Archeron zieht ihre Klinge ein Stück aus. Innerhalb eines Augenblicks wird ihr Atem unmerklich. Okay,
請求列車はファミリーの指示で動いているから言い訳もできるが、私がここに現れるのは道理に合っていないからな。なるほど。 面白い技だな。 Okay. Wir hatten tatsächlich mal coolen gewöhnliche, ja, da wissen wir. Wir haben sie ja mal getestet. Ja, sie den hier machen, boom. Ja, ich weiß, ich will aber ihren, ich will sie im Kampf hier ausprobieren. Na gut, hier. Na, ich beide aktiviert, kaputt gemacht. So, was habe ich hier? Das ist, oh, das ist meine, das ist die tägliche Mission hier. Hab ich noch gar nicht erledigt, anscheinend. Na gut. Das ist ein Gebiet, was wir ja schon erkundet haben, ne? Na gut. Ist das das Team, das ich haben will? Ja, ne? Nee. Ja, warte mal, ich anstatt Topaz nicht. Ne, ich hatte Aventurien, genau, deswegen war mein. Oh, die geben mir ja sogar so viele Sachen, ja. Habe ich einfach fehlt? Ja. So, dich schnapp ich mir aber. Boom. Ja, ich muss mal sehen. Und mir das Spiel vorgibt mit ihr. So, zeig mal her. So, sie ist Stufe 80. Sie hat 1333 plus 1800. Sie hat eine Menge Crit-Chance. Nocturne, ich weiß nicht, was das ist. Kann ich ihre Licht? Ich kann gar nicht ihr Lichtkegel sehen. Nein. Möchte ich ihre Dinge hier mal sehen? Also meine hat mehr AP, glaube ich. Ja, sie hat natürlich ihr Crit-Chance 82%, ist natürlich wieder klar, ne? Voll stark. Blitzschaden hat sie mehr. So, sie hat keine passiven. Sie hat keine passiven Dinger ja freigeschaltet. Ihre Fähigkeiten haben keine passiven Effekte. Das heißt, ihre Dinger sind noch nicht fertig. So, zeig mal. Okay. So. Na, komm her. Da ist er tot. Okay, meine tut so um die 110 Watt. Meine tut irgendwie so 150. What? Da kann er nicht sein. Meine tut so um die 150.000 abziehen. Da kann doch nicht sein. So, meine hat 3500 Angriffskraft. Crit Chance natürlich nur 17, ne? Sie hat hier die ganzen, nicht hier bei Fähigkeiten, ne? Da steht normalerweise immer hier Bonuseffekte, die werden natürlich, die werden normalerweise auch angezeigt, aber die hatte irgendwie die, sie nicht, ne? Interessant. War meine, ne? Kann ich mir nicht vorstellen, meine Stärke ist. So funktioniert das normal, wir sind nicht. Da muss ich nicht hin. Da muss ich hin. Da liegt was. Ja, verfolgen wir hier. あのスターピースカンパニーの使者アベンチュリンさんだろう。アベンチュリン。ならもう一人は。二つの足跡は前後ではなく、ほぼ横並びになっている。この状態から考えるに、同行者は彼の部下ではないはずだ。カンパニーはピノコニーを取り戻そうとしている。彼らがここに現れることも想定の範囲内だ。 Okay.
So. Mal einen Kampf mit meiner. Die geben mir so viele Dinger. Hallo, komm mal her. Bonk. Meine müsste aber unmöglich stärker sein. So. Okay, das ist sehr viel schwächer. Nur ich glaube, die Typen halten noch ein bisschen mehr aus. So. 18.000? Was? Okay, ich spiele mal meine. Alter, warum ist Topaz so stark? Ich glaube, Topaz hat, glaube ich, für sehr gute Artefakte. Ich glaube, mit ihr habe ich ein bisschen Glück mit ihrem Set. Sie hat relativ gute Artefakte und starke Artefakte. Relikte meine ich. Warte mal, ich werde dich nicht mit einem Schlag erledigen können. Ich konnte gar nicht angreifen. So, machen wir den mal schnell fertig. Ich habe das Team müsste eigentlich schnell fertig machen. Ja. Oh, schon kaputt. Oh, guck mal her. So. Wie viel Schaden machst du? Okay, gegen Bossen wahrscheinlich sehr viel weniger. Ja. Ich habe sie trainiert, also will ich sie auch benutzen. Ne? Wird schon klappen. Das. Mal den. Ja. Relativ starkes Team, ja. Wahrscheinlich wegen Topaz. Ich bin auch gerade dabei, ihre Fähigkeiten noch höher zu leveln, ne? Ihre Fähigkeiten. Ja, Talente. Ne, Fähigkeiten heißt nicht so in dem Spiel, ne? Die sind schon alle auf Level 8, aber ich habe noch genug Ressourcen. Von daher machen wir das mal, ne? Weiß nicht, was ich mit meinem Geld anfangen soll in dem Spiel. Ich habe hier mehr als genug. Im Gegensatz zu Genshin, wo ich immer pleite bin. Okay. Der schreit mich einfach an und macht mir Schaden. Hm. Ah, geht aber kaputt. Okay. Bisschen gefährlich gerade. Ich sehe gar nicht, ich habe gar keine Dinger hier. Gar keine Fähigkeitspunkte. Du bist weg, oder? Yep. So. Monster no karada kara nanika ochita zo. Kore wa memo. Ich könnte stärker werden, aber für die Story-Kämpfe ist das eigentlich noch genug, finde ich. Und ich bin schon auf dem höchsten Level von diesen Spielen. Ne? Hier gibt es ja auch so ein Weltlevel, das man immer erhöhen kann. Das habe ich schon lange erreicht. Mal ganz schön bin ich noch im vorletzten Level gerade. Ich habe noch ein paar Monaten irgendwie das Maximum Level hier schon erreicht. Freue mich schon, wenn ich da den Genshin erreiche, dann kriege ich anstatt Abenteuerpunkte Mora, also Geld, welche ich immer brauche. Von daher, ja bitte.
Komm schon, wenn ich da Maximum erreiche. Wird genauso wie hier sein. Ich werde einfach in Geld schwimmen die ganze Zeit. Mach ich dann für jeder täglichen Quest jetzt hier, anstatt Erfahrungspunkte für mein Abenteuerlevel, Dingens bekomme hier. Ja, ich wollte schon sagen, hier war irgendwo. Hä? Lord von Tonne? Ja. Hast du dich gerade so umgedreht? Die jungen Familienmitglieder von heute haben einfach furchtbare Manieren. Hey, du Kellnerlehrling dort drüben, sag schon, wie erklärt man einen Gast richtig, wo er hin muss? Ich will kurz zusammenhalten und mit in der Hand in die Richtung, dahin, mit der Hand direkt in Richtung des Ziels gehen. Den Gast zu seinem Ziel begleiten. Wie rüpelhaft, nein, du musst vier Finger zusammenlegen und die Handfläche muss nach oben zeigen. Durchgefallen. Au. Okay. Aber es glaubt wohl nicht, die Dinge haben es ehrlich gesagt ziemlich drauf. Ja. Prüfung der Tonne. Ja, ich glaube, die Angriffskraft wird immer so, weil es um 100% oder irgendwie so weiter wird. Also um irgendeinen irren Wert. So, was mache ich denn hier als nächstes? Die Tonne kommt ja gleich noch mal dran, ne? Ich muss sie eigentlich nur brechen. Ich muss nicht erledigen, ich muss einfach nur genug Schaden machen, ja. So. Ja, ich muss eigentlich nur so oft wie möglich angreifen. Aua. Ja, das ist egal. Oh Gott. Okay, nein, ich habe keine Skillpunkte. Verdammt. Aua. Okay. Ich hab die links angegriffen. Aber irgendjemand wird jetzt sterben. Außer nein. Ich dachte, er wird die Kacke hier noch beschleunigen hier, aber nein. Also, irgendjemand wird jetzt sterben. Au. Sag. So, komm her. Der sich immer verbeugen und einfach so voll buff wegläuft. Ja. Ja, deren ganzes Gimmick ist sozusagen, die werden immer stärker. Man muss sie einfach nur so schnell wie möglich erledigen. Ja. Ja, ich muss meine Art schon wieder beleben. Ich glaube, alles, was man machen muss gegen die Dinger, ist eigentlich immer nur die richtige Antwort geben. Da muss man gar nicht gegen die kämpfen. Ich habe schon ein paar von denen getroffen, habe einfach eine richtige Antwort gegeben. Oder ich habe eine falsche Antwort gegeben und dann konnte ich mich da wegbewegen, weil die mich wieder angefangen haben zu treten. Aber man kann sich nur rechtzeitig wegbewegen und dann kann man die noch mal irgendwie ansprechen und dann kann man die richtige Antwort geben. Da muss man gar nicht gegen die kämpfen. Ich wollte mal so einen Kampf zeigen. Ich glaube, den haben wir schon gezeigt, aber hey, da war der Raum mit Sonntag. Okay, aber kein Tippfehler. Mein Weiß. Gewöhnlicher Schatz. Mikael. So, hier sind noch ein paar Truhen, die mir fehlen. Lieber Bruder, was machst du im Moment so? Ja, nein. Deine Schwester Robin. Oh. ロビンさんを連れて俺たちを出迎えてくれた。その時彼女の声に少し違和感があったんだが、ファミリーの中に裏切り者がいるとしたら、
その人物は高い地位にいるか計り知れない力を持っているということだ。それもサンデーさんが裏切り者を捕まえられずにいる理由かもしれない。スパーク、ね。Würde ich raten. Sie muss irgendwie wichtig sein für die Story, ne? Würde jetzt einfach nicht so ein Mitglied von dem maskierten Narren sein. Hey! Nicht Kegel. Ah, krieg ich den? Das ist ein echter Lichtkegel, den man haben kann, glaube ich. Ist, glaube ich, gerade in der Gacha, der Waffengacha. Nicht existent, weil Robin tot ist. Nein, ich krieg den Lichtkegel nicht. Nein. Gerade das Lichtkegel wäre gut gewesen. Ja, mein. Wie viel der Namen? Robin, Hotar. Soste, Hokano Shano Jojo. Tokuni Kyotsu Tema Miatara Naida. Ich, diese Tod. Vielleicht tut jemand die auf die hetzen. Nehme ich mal an. So, an Sonntag. Der alte Otti. ピノコニーの夢のあるじも、この王子さんも最近のサンデーさんの行動に不満を抱いていたようだ。彼らは死をあまり気にしていない。むしろ調和セレモニーと時計屋の方を気にしている。他の当主は死を大した問題だとは思ってないんだろう。ファミリー内部でも対立と衝突が多いようだな。 Oh, das sind Verdächtige. Brandon Carter, Woodsley, Lobo, Corinna, Melanie. Sind das die gleichen Namen, die alle gestorben sind? Sandeは容疑者についてかなり詳しく調べている。この裏切り者は長い間ファミリーを悩ませているようだ。 どれもファミリー内部の人間のようだな。だが、俺はこの中の誰にも会ったことがない。この特徴は？何か気づいたのか？いや、なんでもない。Das hat bestimmt alles hier voll die riesige Anspielung an Honkai Impact führt, ne? Da gab es ja auch zwei Versionen von Atron und Welt. Aus einem anderen Universum oder Multiversum oder was auch immer da abläuft in Honkai Impact Third. Und die Vergangenheit, die Zukunft, eine andere Zeitlinie oder so ist. Deswegen haben die den beiden so viel Screentime gegeben, ne? Zusammengepaart. In Honkai Impact Third waren die also im gleichen Alter, glaube ich. Ich glaube, der Charakter, den man gespielt hat, war sogar jünger. Oh Mann. ベルトさん、そして巡回レンジャーのヨミさん。すまないサンデーさん、声をかけられる人が見つからなかったからつい勝手に入ってしまったんだ。どうか許してくれ。 たとえ出迎えがなかったとしても、普通は主人が来るまで待つべきではないでしょうか。そちらの巡回レンジャーはともかく、私の知る限り、請求列車は正式にファミリーの依頼を受けている。わざわざここに来る必要はないと思いますが。俺たちがここに来たのは、調査で何か見落としているものがないか、サンデーさんと事件の状況を確認したかったから。
いいでしょう。お二人が善意を持ってきたのでしたら、私も追い返す理由はありません。大丈夫だ。彼は私たちが例の書類を読んだことには気づいてない。真実はまだ明らかになっていませんが、私たちはそれのすぐ近くまで迫っている。お二人に約束しましょう。裏切り者は間もなく代償を支払う。Ich habe mal gelesen, er wird für seinen Verrat verraten werden. 早く正義が明らかになればいいと思っているが、個人的にサンデーさんに教えてもらいたいことがある。ファミリーは一体どうやって犯人が内部に潜んでいると断定したんだ。率直に言うが、調和セレモニーの開催直前に混乱を引き起こすことはカンパニーの利益になる。ファミリーにはカンパニーが何か画策していると疑う十分な理由があるはずだ。他の当主もあなたと同じような疑念を抱いていました。しかし私の見解では、真犯人はあの死者のように目立つようなことは絶対にしない。そもそも私はとっくに自らの手で彼に枷をはめていますので、むしろベルトさんの疑念をそのままお返しします。私から見ればアベンチュリンさんを警戒すべきなのはあなたたちの方。悪人は高い壁を揺るがすことはできませんが、正義の心臓にナイフを突き立てることはできますから。アベンチュリンさんは商人であって慈善家ではありません。ですが今彼は町中でお金をばらまきながら一人でクラークフィルムランドに向かっている。Ja, als Bomben, die er alle zünden wird. Family は今でも人々の安全を守るため全力を尽くしていますが、皆さんもどうか用心してください。Du bist der Bösewicht, ne? 不測の事態を防ぐために。Und jeder Charakter ist hier so schmierig und boah, schon wieder Perspektive wechselt. Billpoint Hotline によると、恐ろしいエイジハゾアベンチュリン事件に大きな進展があり、容疑者が逮捕されたとのことです。この詐欺事件はスターピースカンパニーと博識学会の複数の Typ bekommt ganz schön viel screen time irgendwie und bin ich mir nur ein カンパニーに巨額の損失を与えました。本事件の容疑者はズガンニア4出身かつ第二次カティカエビキン絶滅事件の生存者の一人であり、生還難民渡航証を所持していませんでした。戦略投資部責任者ダイヤモンドの指示のもと、カンパニーは検証の精神に基づき容疑者に対して適切な対応を取り、引き続き調査を行い、その犯行動機を明らかにするとのことです。本当に綺麗な目ね。教えて。Jade。Bist du auch von der IFK? Ich glaube ja. もしそうなら。Ja, das Blau irgendwie sieht so aus, als könnte das sein. あなたの目が永遠に。Sie ist definitiv ein wichtiger Charakter. どれだけ多くの人が望んでいるのか分かってないのね。奴隷のあなたが主人に反抗するなんて許されないの。でもあなたはあの男を倒してみせた。あなたを弁護する度胸のある弁護士はいないわ。どうする？自分で無罪を主張してみる？それは別に難しいことじゃないけど、意味がない。自分の弁舌によっぽど自信があるのね。博識学会を騙した時も同じように思っていたの？僕は望みを叶えてあげただけ。君たちは完璧な健在を欲しがってた。そして僕は一つの可能性を示した。これはちょっとした賭けだったのさ。運が良ければカンパニーはエイジハゾの鉱山の中からあらゆるものを掘り出せただろう。砂の王の残骸すらもね。君たちは運が悪かったんだ。その点は否定しないわ。でも私が興味を持っているのは、
これほど大規模な詐欺が行われたのに、どうして犯人を含め誰も利益を得ていないのかということよ。レディ、僕は自分の欲しいものをとっくに手に入れてる。君の前に連れてこられ、次の大きな賭けに出るというシチュエーションをね。なら、この2回目の大博打について話しましょう。教えて、今回は何を賭けるつもりなの？僕の命だ。君が僕を処刑場に送らないことに賭ける。それで、あなたの望みは？君たちのラーナに会わせてもらいたい。話があるんだ。その後は？金が欲しい。そんな簡単な話じゃないでしょう。そんな簡単な話さ。三重タガンバ、ちょうど僕の命の値段の半分だ。多くも少なくもない。その金さえあれば、僕は君より高い地位に上り詰め、もっと多くの富を手に入れられる。でも君は僕に与えようとはしないだろう。だから彼を呼んでくれ。面白いじゃない。でも残念、ダイヤモンドはあなたに会いに来ない。 OK、 ja, ihr habt Karl an. 誰も彼には会えないの。だから今私がダイヤモンドの代理人として彼の代わりに決断を下しましょう。あなたは間違っている。三重多眼場どころか、もっと多くのものをあげるわ。富、地位、権力。カンパニーはあなたが望むもの。Die EFK böse? すべてを。Du warst es eigentlich voll in Ordnung. カカワーシャ。いい名前ね。残念だけど、この名前は土に埋もれる運命にある。でもあなたは生き延びる価値があるわ。私たちのためにさらなる富を作り出すのよ。さあ、自分の好きな服と肩書きを選んで、それを活用しなさい、坊や。あなたの計略がいつまでも露見しないことを祈ってるわ。Okay, kommen immer mehr kleine Stücke von seiner Story. Es wäre irgendwie mehr sinnvoll, so eine Story-Quest von dem, so eine Companion-Quest, statt so einer Hauptstory. Außer er wird irgendwie, weiß nicht, der finale Boss irgendwie von diesen. Da sind so viele Leute, die in Frage kommen könnten, ne? Sparkle, Sonntag. 僕は今まで負けたことがない。地母神が僕を守ってくれているから。それなら今この瞬間も地母神は僕を見守っているはずだ。そして僕は必ず成功する。でもその後は、この難関を突破した後、今度は何が待ってるんだろう。大博打の後に僕を待っているのは、ティガチョウに待ってだったりして、一回また一回と成功した後、数えきれないほどのチップを手に入れるのか、それとも一回の失敗で全てを失うのか。どういうことだ。Oh, 僕は夢を見てるのか。
それとも完全に狂っちゃったのか？多分その両方だろうね。もう僕のことを忘れたのかい？イーマニカの軍閥に電気椅子に縛り付けられた時、君にアイデアを出したのは誰だったっけ？もういい。僕は狂ってるのかもしれないけど、バカじゃない。僕の頭から出ていけ、調和の新生児。調和？バカ言わないでくれ。僕たちは別に初めて会ったわけじゃない。そんなによそよそしくする必要ないだろう。僕は君で、君よりも自分のこと、君が望んでいることをよく知ってる。君は死にかけてるんだ。そして死を前にしてもなお不運な人たちを道連れにしようとしてる。だからここに来たんだろう。盛大なショーなんて本当に自分にできると思ってるのかい？どういう意味だ？君は全ての人を騙せるかもしれないけど、自分自身だけは騙せない。僕が証明してあげる。君が完全に消えるまで、僕は君と一緒に最後の道を歩こう。歩きながらゆっくり争うじゃないか。君は一体何者なんだ？この世界の大半の人たちは、ある一つの結果にたどり着くためだけに生きている。そして僕はその結果さ。カカワーシャ、僕は君の未来だよ。怖い。最初は幻聴、今度は幻覚か。本当にすごいな。Geh zur zentralen Bühne des Parks. Oh Gott.Was ist mit? Ich bin voll auf dem Trip. Mein Gott, ey. Boah. Ah, bin das ich? Klamotten sehen.Von dem Farmer sehe ich ähnlich aus. Das bin bestimmt nicht als Kind, ne? Taschka, Ogon no Toki wa Misenensha no Nyujou wo Kinji teita hazu da kedo. Ne, Kimi wa douste Hitori de koko ni irun dai? Douste no, Oni-san? Kibun ga warui mitai da kedo.目は？ありえない。君は何者だ？綺麗でしょ。お姉ちゃんはこれはマザーフェンゴからのプレゼントなんだって言ってた。カラフルな瞳は人に幸運をもたらすんだって。あ、お兄さんも綺麗な目をしてるね。とっても素敵だと思う。君は一人なのか？お父さんとお母さんは？お父さんとお母さんはこの遊園地にいるよ。先に入っちゃったから、これから探しに行くところなんだ。僕もう行かないと。じゃあね、お兄さん。お兄さんも楽しんでね。あの目。どうかと。
So schnell. Mother Fengo. Ja, arienai. Mo Uchu ni. Ebi Kinji. Hol der klein. Gott. So, die Missionsbeschreibung ist jetzt voll im Eimer. Hey, warte mal. Oh Gott. Hol den kleinen Jungen ein. Du bist völlig eingenommen von wer. Es gibt noch Zeit. Vielleicht kannst du ihn einholen. Fragen, was genau. Das ist ein cooler Touch, ehrlich gesagt. Ja, da sind Gegner, aber ich habe keine Zeit mehr für Gegner. Er ist nach da gegangen, ne? So, ich dachte, wir könnten eigentlich hier mal so erkunden. Ich weiß nicht, ob ich hier erkunden will. Da ist schon wieder so ein Ping-Pong. Ich weiß nicht, ob ich hier offscreen erkunden will, während hier, oder nicht, offscreen. Ich weiß nicht, ob ich hier offscreen erkunden will. Während ich hier rumlaufe. Ja, brauche ich fertig. Aber ich muss da ganz eindeutig hier durch in der Story. Starr mich vertickt noch mal nicht an. Sonst tacke ich dir einen Tick ein. Gott. Ja. Ja, ich bin definitiv in dem Zustand, hier so ein Rätsel zu lösen, ne? Gerade. Ich glaube, so ist richtig. Ne? Ja, ich habe nur alleine Ding. Ja. So einfach. Ich habe nur alleine Ding. Also irgendeine Kombination muss ja funktionieren, ne? Tick-Tack, oh nein, ich kann nicht fassen, was mir da rausgerutscht ist. Entschuldige, ich werde solche Worte nie wieder in den Mund nehmen. Ein tickner Tacker. Vertickt nochmal. So, oh. Da unten ist wieder so ein drehendes Ding. Und da ist eine Truhe, was? Ja, mal die andere Seite dann. Ja, ich fühle mich voll sicher. Ich fühle mich voll unsicher. Da muss ich euch bekämpfen. Irgendwie ist ja nichts, verdammt. Boah. Hier ist ja nichts, Mann. Nee, da geht es nicht weiter. Gut, weil ich wollte eigentlich nach dieser Aufnahme heute aufhören, aber ich will dann jetzt nicht irgendwie auf screen hier durch die Gegend hier rumlaufen, weil ich ja ganz eindeutig hier rumlaufen muss in der Story. Aber ich hätte deswegen hätte ich gedacht, so, oh, wir werden hier viel erkunden, aber werde ich wahrscheinlich nicht zukommen, ne? Ist das nicht hier, wo man die Charaktere testen kann? Die neueren im Pinakuni. Ups. ホテルに入るなり気取った帽子を取ってあちこちで助けを求め始めた。
砂漠の中で食べ物を拾うハイエナのように。ともすればチャンスが消えてしまうと知っていたからね。君の話と比べればレイシオのアティニークジャクの方がよっぽどマシだな。僕が本心を語ることなんかめったにないって知ってるだろう。ちゃんと聞いた方がいい。ちょうどあの教授に言及したから言うけど、僕は君と彼の共通点が大好きなんだ。陰謀と策略、特に結末の Dieser Sack Dr. Ratio ist der finale Boss für diesen Akt hier. していて、これだけ勝ってるのに誰よりも負けることを恐れてる。みんな君がゲームで大金をかけるところしか見ていない。テーブルの下のもう片方の手がチップを握りしめながら震えていることなんて知る由もない。大したものだよ。パブから招待があったのもうなずける。君は生まれながらの名優だ。人を騙すだけじゃなく、自分を騙すのもうまいんだから。人前でボロを出さないようにするには先に自分を騙すのが一番なんだよ。もちろん分かってると。僕は君のことをよく知ってるからね。どうしてあの招待を断ったんだい。君には優越を受け入れる機会があった。それは君が最も望んでいたものだったはずだ。それなのに君はカンパニーのテーブルを選んだ。損後のためか。そうは思えないな。君は損後と何の関係もないだろう。君なら知ってると思ったけど、僕のことよく理解してるんだろう。もういい。今すぐ黙るか。目の前から消えてくれ。はいはい。でも今から消えるのは一体誰だろうね。とにかく僕じゃない。Das ist das Kind, oder? Ups, boah. Kann ich gar nicht aktivieren. Ich habe irgendwie so, ich habe irgendwas gehört. So, so, tun wir noch ein ganz kleines bisschen hier. Nach dem Leiden zwischen den Felsen. Schreien und jammern. Gefängnisplatz und Frühlingsgewitter. Ich könnte schwören, ich habe hier gerade irgendwo einen Vogel gehört. Da ist eine Truhe. Okay, what? Wo? Du darfst Hausuhr nicht kaputt machen. Oder zurückdrehen. Ja, nichts anfassen. Was? Sie ist gleich. Was? Sie ist gleich. Sie darf auch nicht gleich sein. So, ich habe gerade. Vogel gehört? Wo? Vogel gesehen? Ich war gerade hier. Wo? Wo bist du? Ich sehe dich gar nicht. Da. Wo? Da in dem Fleischstall? Mein Gott, ist der Vogel schon? Wo denn? Da oben. Feier geht gleich, beginnt gleich. Wir brauchen nur noch eine Flasche Limonade. Piep. Schütteln, schütteln und die Flasche öffnen. Piep. Hm, was höre ich da? Traumschaft wird jeder Tag gefeiert, denn sie alle sind erinnerungswürdig. Piep.
Magst du Traum statt auch? Dann wünsche ich dir Glück und Freude an jeden Tag, Piep. Na, ein Partyvogel. Ja. Mal so ein ganz kleines bisschen. Jetzt so ein Ding, wo ich hin muss. Okay. Oh, was ist da oben los? Alles klar. Cool. So, ich glaube, ich mache hier Feierabend, ne? Dann können wir beim nächsten Mal hier weitermachen. So. Ich werde ja wieder zurückgehen dürfen, ne? Okay. Was ist das hier? Spielt sich gerade vor der Nase ab. Du bleibst benommen stehen, während dein Gehirn versucht, sich deinen Reim drauf zu machen. Wird schnecker, du hast den Tatort eines abscheulichen Mordes entdeckt. So wie es aussieht, ist das Opfer eine Kassette. Der Mörder hat das Opfer auf brutale Weise ausgeweitet und in vielen Traumblasen, die um den Körper herumschwegen, kannst du erkennen, dass der Todeszeitpunkt nicht lange zurückliegt. Nicht weit entfernt siehst du eine Werbetafel, die in Gedanken versunken zu sein scheint. Hör mal, warum hast du es getan? Mein junger Freund, wie schade, dass uns unsere Erstbegegnung unter so schrecklichen Umständen stattfindet. Erlaube mir, mich vorzustellen. Ich bin der neueste Detektiv von Pinakuni, auch wenn ich noch keine offizielle Lizenz habe. Es ist mir zwar peinlich, das zuzugeben, aber ich habe diesen Fall noch keine brauchbare Spur entdeckt. Der Täter ging äußerst sorgsam vor. Es gibt keine Fingerabdrücke und auch keine Kampfspuren am Körper des Opfers. Ja, weil er keine Finger hat. Weil du es bist. Wären da nicht die frischen Traumblasen auf dem Boden, würde ich fast glauben, dass der Täter in die Tat woanders begangen hat und gleich mit einem Fahrzeug geschafft hat. Hast du das Tonband bemerkt? Es scheint absichtlich verheddert worden zu sein. Schwer zu sagen, ob der Täter heimlich ein Stück abgeschnitten und mitgenommen hat. Wenn das der Fall ist, war das Tonband wahrscheinlich auch das Motiv für die Tat. Das Opfer töten, die Beweise entwenden und die Spuren beseitigen. Der Täter hat seine heutige Tat wahrscheinlich vor langer Zeit geplant. Ja, du bist ja ein richtiger Profi. Wie nett von dir. Ich habe mich über diese Dinge ein wenig schlau gemacht. Könnte ich dich vielleicht bitten, mir diesen Fall zu assistieren? Ich bin schließlich nur eine Werbetafel. Du kannst viele Dinge einfacher erledigen als ich. Ich weiß, dass das etwas schwer zu dass ich etwas schwer vom Begriff bin, aber mit deiner Hilfe könnte ich immerhin etwas fürs Opfer tun. Geben wir unser Bestes. Danke für die Hilfsbereitschaft. Ich werde versuchen, das Puzzleteil zusammenzusetzen. Kannst du die Zeugen von hier in der Gegend befragen und herausfinden, ob sie etwas wissen? Die Popcorn- und Soda-Pärchen leben hier. Sie sollten so etwas über unsere Opfer wissen. Außerdem gibt es eine Gruppe von Popcorn- und Limo-Detektiven, die bald an Tatort eintreffen werden. Vielleicht werden sie mehr wissen, was hier. Okay. Ja, ich weiß nicht, vielleicht mache ich das offscreen. Das wäre so kleine Nebenquests, die man irgendwie. Ja, die man hier abschließen kann. Ja, die irgendwie. Die sind nicht wirklich Quests, aber. Die sind so, weil ich so kleine Ereignisse, so wie das mit dem Thron, ja. Gib mir das Tagebuch des Produzenten. Kann ich überhaupt hier durchrennen? Ich glaube nicht. Oh, ich kann ja gar nicht erkunden. Das ist klar. Hätte ich auch nicht gemacht, aber gut zu wissen. So, war hier nicht. Hier warst du. Aber Antiballon. Na gut, also dann werde ich definitiv hier nicht offscreen erkunden, weil ich halt nicht offscreen erkunden kann, ne? Passt eigentlich, ne? Hatte ich sowieso nicht vor. Gut, dann würde ich sagen, da ist noch ein. Ist das der Mordfall? Ja. Den Mordfall werde ich irgendwie vielleicht, wenn ich mal Zeit habe, ja aufklären. Weiß nicht, onscreen oder offscreen. Mülltonne. Aber ja, gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge hier, ne? Und ja, wie es dann weitergeht in der Story mit Aventurin,
sehen wir dann in der nächsten Folge, ne? Gut, ich danke euch alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Willst du noch eine Idle Animation machen, Sparkle? Ja, alles klar. Genauso haben wir den Part bekommen. Cool. Ciao, ciao, Leute.